Okay. Pistolenmunition. Ein Lötkolben liegt zwischen defekten Platinen. Ja, offenbar brauchen wir ihn ja nicht. Star und Storch. Bekannte Replikaprobleme Teil 2. Wo ist Teil 1? Nur für Kommandanten. Erfahrungen mit diesen Replikamodellen haben uns Einblick in Unregelmäßigkeiten im Verhalten dieser Einheiten gegeben, die auf die ursprünglichen neuralen Muster zurückgehen, die für diese Einheiten benutzt wurden. Aufgrund der vertraulichen Natur dieser Information sollte dieses Dokument nach dem Lesen zerstört werden. Das hat ja gut geklappt. Star. Trotz ihrer normalerweise lockeren Art haben Stare eine strenge interne Hackordnung, die es zu beachten gibt. Oder gilt, wenn man Einheiten zu Offizieren befördern will. Eine respektable Einheit nicht zu befördern oder eine Einheit vom niedrigen Stand zu befördern, führt zu Spannungen in den Schlafsaalgruppen. Stare entwickeln gelegentlich Klickenregeln, die körperliche Strafen involvieren. Es wird empfohlen, einigen Offizieren persönliche Militärwaffen als Fetischobjekte zu erlauben. Ja, das hat ja wahrscheinlich auch super funktioniert. Storcheinheiten haben ein ungeduldiges Temperament. Sie früh nach dem Ersteinsatz in Geduld zu trainieren, ist entscheidend, da ihr neurales Muster weniger stabil ist als das anderer Modelle. Verfehlungen in dieser Phase können ein extrem explosives Persönlichkeitsbild mit einem Hang zur Grausamkeit und Gewalt erzeugen. Eine beliebte Strategie ist es, ihr eine ältere Stareinheit als Partner zuzuweisen. Storchs Persona stabilisiert sich, indem sie duscht oder badet. Bücher über Geschichten oder Mythologie funktionieren gut als Fetischobjekte. Das können wir uns vielleicht mal merken. Das ist schon sehr interessant. Das heißt, im Grunde hatte jede Replika, jedes Replikamodell hatte irgendein Problem. Ein Persönlichkeitsproblem, was wahrscheinlich Zündstoff war für das, was hier auf Sierpinski zum Beispiel passiert ist. Das wird wahrscheinlich nicht dazu beigetragen haben, das Problem zu lösen. Und die Adlereinheit wird wahrscheinlich auch irgendwie so einen Persönlichkeitsmangel haben, der dazu geführt hat, dass die Adler so verhält, wie er sich verhält. Da ist nur die Frage, was genau das sein könnte. Ich denke mal, dass wir das im Laufe der Zeit hier aber auch herausfinden werden. So, die Munition nehmen wir jetzt auch mit. Jetzt sind wir auch sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Sehr gut sogar. Auf der Ebene haben wir jetzt dann auch alles gemacht. Okay, dann gehen wir runter. Paternoster im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, bla 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 bla. So, wo sind wir? Hier. Protector Office. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir noch einen runter, ne? Fuck. Die haben uns tatsächlich am Lichtschein erkannt. Vorher haben sie uns nämlich nicht erkannt. Es muss also der Lichtschein sein. So. Dann spielen wir mal das Radio ab. Ey, Falke. Kolibri-Schlüssel. Perfekt. So, jetzt sollten wir das Ding aber wieder ausmachen. Nicht, dass wir jetzt als Jukebox hier durch die Anlage laufen. Und die anderen Replika-Einheiten hier aufschrecken. Wir rennen jetzt mal eben hier durch. Gott sei Dank verlassen sie ja ihren Raum nie. So, Büchereischlüssel hatten wir, glaube ich, auch, oder? Nee, haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht den Büchereischlüssel. Wo finden wir den denn? Wobei, hier unten war ja auch noch ein Raum. Zwei. Mehr als zwei. Mehr als zwei. Alter. Ey. Oh, die ist auch tot.
Okay, dann war das wohl offenbar irgendwie ein Fehler. Den Autoinjektor will ich jetzt noch nicht einsetzen, aber das wirkte dann auf mich jetzt gerade wie so ein Bug. Okay, hier liegt eine tote Einheit. Reparaturspray. Replika-Übersicht Storch. Generation 5 Kampfführungseinheit. Biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicheren Panzerplatten. 2,40 Meter. Jedes Kader der Protektor-Sicherheitstechniker wird von einer Controller-Einheit beaufsichtigt. Am verbreitetsten für diese Rolle ist das Storch-Modell. Störche gehören dank ihrer verlängerten Beine zu den größten Replika-Modellen und behalten dadurch metaphorisch und wortwörtlich jede Situation aus der Vogelperspektive im Blick. Allzeit bereit, ihre zugewiesenen Sicherheitstechniker zu führen und zu koordinieren. Manche mögen sie zwar brutal und sogar grausam nennen, doch ihr strenges, nüchternes Auftreten macht sie zu idealen, unerschütterlichen Hütern der Ordnung. Wenn sie nicht durchdrehen, und das ist hier passiert. Oh, mehr können wir nicht nehmen. Das ist schade. Wie groß ist das hier? Das ist ja riesig. Oh, hier geht's nach unten. Warum ist hier so viel Munition für alles Mögliche? Oh Gott, das kann doch nicht. Das kann doch wieder nur scheiße enden. Nehmen wir erstmal den. Dann können wir nämlich den aufheben. Das kann doch schon wieder nur scheiße enden. Was ist hier unter? Hier ist gar nichts unter. Wo führt denn das dann hin? Ist die Frage. Okay, noch will ich hier jetzt nicht weiter. Wir müssen erstmal gucken. Wir müssen erstmal gucken, was hier oben noch ist. Hier sind noch drei Türen, die wir nicht geöffnet haben. Vier. Junge. Kolibri-Schlüssel benutzt. Was ist hier los? Eule und Ara. Bekannte Probleme, Teil 1. Da sind wir doch. Erfahrungen mit diesen Replikamodellen haben uns Einblick in Unregelmäßigkeiten. Eule. Eulen neigen dazu, große Gruppen zu bilden und mögen es zu singen und zu tanzen, da das ursprüngliche neurale Muster dieser Einheit eine Balletttänzerin gewesen ist. Personazerfall kann leicht vorgebeugt werden, indem man sicherstellt, dass die Einheit regen Zugang zu Musik hat. Beispielsweise durch Kassettenspieler oder Musikinstrumente. Deswegen haben wir auch den Kassettenspieler im Eule-Quartier gehabt. Interessant. Stellen Sie mindestens einen Spiegel in jedem Eulenschlafsaal auf, da Eulen ein starkes Bedürfnis haben, regelmäßig ihr Äußeres zu überprüfen. Das haben wir auch in dem Eule-Schlafsaal gesehen. Eules Persona stabilisiert sich, indem sie ein ordentliches Erscheinungsbild beibehält, sowie durch sozialen Austausch. Eulen organisieren sich oft in Gruppen von ca. 10 Einheiten und geben sich thematische Spitznamen. Ist das schon passiert? Haben wir noch nicht... Haben wir das schon gehört? Ara. Obwohl sie wie stille Einfallspinsel erscheinen mögen, sollten sie Aras nicht unterschätzen. Sie mögen es nicht zeigen, aber sie verurteilen unhöfliches und rücksichtsloses Verhalten streng und werden ein solches Urteil im Stillen mit ihrem gesamten Kader teilen. Aras vertragen sich am besten mit Eulen, da diese meist geduldig und freundlich sind und ein Talent dafür besitzen, die ausdruckslosen Gesichter der Aras zu lesen. In vielen Anlagen bauen Aras Wartungsschächte, die nur für sie zugänglich sind. Oft unter Böden und in Wänden. Instabile Einheiten ziehen sich oft in diese Tunnel zurück. Das sind die, die aus dem Boden kommen die ganze Zeit. Es wird nicht empfohlen, zu versuchen, diese Einheiten zu bergen. Ara-Personas werden am besten stabilisiert, indem man ihnen Zugang zu Pflanzen gibt, um die sie sich kümmern können. Idealerweise bunte Blumen oder Bäume. Interessant. Kolibri. Replika-Übersicht. Generation 6 Spitzentechnik Bioresonanzspezialist. Kommando Leiteinheit Bioresonanztechnik Replika. Biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicheren Panzerplatten. 1,52, das ist die kleinste Replika bisher. Kolibri, ein Wunder der modernen Technologie, ist die stärkste Bioresonanzeinheit, die je hergestellt wurde. Jede Falke-Einheit eines Führungskommandos wird von einem Kader Kolibri-Einheit-Adjutanten unterstützt, die ihr Bioresonanzsignal verstärken sowie ein eigenes produzieren können. Trotz ihrer zierlichen Statur sind Kolibris eine der effektivsten Protektoreinheiten. Das müssen diese Wobbly-Heads gewesen sein. Weil hier steht Bioresonanzsignal. Das hatten die ja.
Kolibris können den Geist von Replikas und Gestalten direkt beeinflussen, Informationen nonverbal extrahieren und untereinander blitzschnell in der vollen Bandbreite der Sinne kommunizieren. Damit stellen die Bioresonanzfähigkeiten der Kolibris die beste Reproduktion eines wahren Schwarmbewusstseins dar, das je erschaffen wurde. Das ist auf der einen Seite faszinierend und auf der anderen ist es beängstigend. Kolibris Notiz. Behalte ein Auge auf Adler, er versteckt etwas vor uns. Es war nichts in seinem Tagebuch, aber als ich in seinen Kopf geschaut habe, waren dort Erinnerungen davon, dass eine LSTR-Einheit in Sierpinski gearbeitet hat. LSTR? Wofür steht das? Es gibt keine Aufzeichnung, dass so ein Replikamodell hier jemals eingesetzt wurde. Eine Bestellung für eine einzelne Einheit für Vermessungsarbeiten in der Mine wurde kurz in Betracht gezogen, aber aufgrund der Krankheit der Kommandantin gingen keine neuen Bestellungen mehr raus. Was macht eine LSTR-Einheit? Hatten wir die schon? Adlerschlüssel. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wir machen mal eben Folgendes. Wir nehmen den Einweg-Elektroschocker hier rein. Die Module nehmen keinen Platz weg. Und dann können wir eine Sache tragen, oder nicht? Nee, können wir nicht. Hieß es nicht diese... Die Module nehmen keinen Platz weg? Ah, okay, die nehmen ja trotzdem Platz weg, auch wenn wir sie reinnehmen. Habe ich gerade vergessen. Wir haben einfach zu viel Munition, Leute. Wir sind zu gut, wir verschießen zu wenig. Okay. Ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl, dass die verschiedenen vier Ausrichtungen, die wir bei unseren Diagnostics haben, ganz rechts, dass die auch mit unterschiedlichen Reparatursprays und so repariert werden und dass wir deswegen da teilweise nicht mit weiterkommen. Oder sich nur wenig tut. Wo führt das hin? Okay. Da müssen wir jetzt erstmal unser Radio umstellen. 88. Diese scheiß Kolibri-Fucker. Ah. Stirb, wer bist du? Nee. 121. Wartet. Ich nehme auch Schaden. Ich nehme tatsächlich Schaden davon. Okay, das scheint auch nicht zu funktionieren. What the fuck? So, und jetzt 153. Ich brauche die Flashlight. Da haben wir Wobbly Head. Alter. Ehrlich? Tat ganz schön weh. Können wir die nutzen? Ja, das tat gut. Okay. Flintenmunition nehmen wir mit. Mr. Wobbly Head. Was ist da hinten? Briefkastenschlüssel, okay. Also, wir sollen ein Auge haben auf Adler. Das ist, denke ich, mal klar geworden. Irgendetwas stimmt mit unserem Adlerfreund nicht. Wir haben einfach keinen Platz im Inventar, ne? Adler Bedroom. Büchereischlüssel. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal im Adler-Bedroom nachschauen. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Platz im Inventar. Das ist ja kein Zustand mehr hier. Open.
Was hast du verborgen, Adler? Adlers Tagebuch. Angeblich soll hier nichts drinstehen, was ihn verrät. 84, 21, 6. Ich bin letztens fasziniert von einem kuriosen Möbelstück, das ich im Lager entdeckt habe. Eine seltsame Kiste mit einer abnehmbaren Drehscheibe auf der Vorderseite, die von einem Arbeiter konfisziert wurde. Obwohl ich mir unsicher bin, warum, hat sie mich sofort in den Bann gezogen. Wenn ich mein Ohr auf den Mechanismus lege, kann ich ein leises Ticken hören, wie ein Uhrwerk. Einen Tag später. Ohne Kolibris Hilfe ist es deutlich schwerer geworden, den Logistikkader zu koordinieren. Wenn es etwas Gutes zu sagen gibt über diese Frau, dann ist es, dass sie trotz ihrer kleinwüchsigen Statur vermag, anderen ihren Befehlen Folgen zu machen. Ich bin sie heute besuchen gegangen, doch ihre Tür war immer noch verschlossen. Wieder ein Tag später. Ich träumte heute Nacht. Wieder eine Erinnerung an mein Gestaltleben. Glaube ich. Ich trug meine Uniform. Ich sah eine junge Frau mit schneeweißen Haaren, also auch er. Vielleicht fing es mit ihm an. Und ich unterzog sie eine Art von Test. Ich hatte ein Deck Karten mit astronomischen Symbolen und sie sollte den Planeten erraten, der auf der Karte abgebildet war, die ich hielt. Wieder ein Tag später. Ich habe wieder mit der mechanischen Schließkiste, von der ich nun sicher bin, dass es eine Art astronomischer Kalender ist, herumgespielt. Als ich mich plötzlich einer Konversation entsann, die ich mit einer anderen Replika hatte, als ich die Minenausgrabung inspizierte. Es war jedoch eindeutig ein Modell, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Eine Art Ingenieure mit einem orangenen Bruststück. Ist das die LSTR-Unit? In meiner Erinnerung war sie einfach ein Mitglied unseres Personals, aber keine Replika. Diese Art war je hier auf Sierpinski stationiert. Replika-Erinnerungen sind nicht die zuverlässigsten, sagt man. Aber nie zuvor habe ich je ein solch seltsames Phänomen erlebt. 8421a. Das kleine Enigma jener Kiste konnte mich wahrlich nur so lang vom Chaos um mich herum ablenken. Alles, was die Kiste enthielt, war ein kleines Notizbuch, dessen Seiten sich allesamt als leer erwiesen. Es ist gar schrecklich hier, seitdem unsere geliebte Kommandantin krank geworden ist. Ich sehne mich nach ihrer strengen Führung, nach der überwältigenden Autorität, mit der sie jeden Raum füllte. Mehr Kranke, die mir die Arbeit noch schwerer machen. Wie sollen wir denn all diese Arbeit bewältigen ohne Verstärkung? Mein einziger Trost ist, dass mit dem Schwinden des Protektorpersonals auch die Arbeiterzahlen schwinden, die wir überwachen müssen. Während mehr und mehr Replika im Krankenflügel landen, verenden Arbeitergestalten viel zu schnell für jegliche Behandlungsversuche. Was ist denn da unten passiert in der Mine? Was zur Hölle haben die denn da ausgegraben? Ein weiteres Tagebuch voll nur zum Zwecke meiner eigenen Genugtuung. Ich habe noch kein neues bestellt, da ich meine Rationsmark für diesen wunderbar aussehenden Füllfederhalter ausgegeben habe, aber vermutlich habe ich so einen Nutzen für jenes Notizbuch gefunden. Auf der Vorderseite der Kiste ist ein Loch. Es sieht aus, als ob der Teil eines Mechanismus fehle. Und hier sind die Karten. Interessant. Elster. Elster, okay. Das ist eine Elster-Einheit, also wie wir. Ladevermessungs- oder Landvermessungsschifftechniker-Replika. Biomechanisch mit Kohlefaser verstärkter Polyethylenschale und Titanskelett. Eine vielseitige Pionierseinheit, die primär für den Orbitaldienst konzipiert wurde. Diese zähen und stoischen Einzelgänger sind am besten als spezialisierte Sapeure oder Späher geeignet. Ihr technisches Wissen und ihre Kampferfahrung machen diese Einheiten zu wahren Überlebenskünstlern. Insbesondere in ihrer markanten weiß-blauen schweren Kampfkonfiguration, die mit kugelsicheren Panzerplatten auf Brust und Arm ausgestattet ist. Also ich habe die nicht. Zumindest sind sie mir nicht aufgefallen. Da das ursprüngliche neurale Muster für diese Einheit bei der Zerstörung des zentralen Neuralarchivs auf Vinetta verloren ging, werden neue LSTR-Einheiten auf Basis einer ausgemusterten Einheit aus dem Penrose-Programm hergestellt. Penrose! Deswegen haben wir... Es kann tatsächlich sein, dass wir eine andere Elster-Einheit sind als die, die auf der Penrose war. Und dass wir alle die gleichen Erinnerungen haben. Und dass wir deswegen das gleiche Ziel verfolgen. Das könnte sein. Ich bin mir nicht sicher, aber möglich ist es. Sehr, sehr interessant. Okay. Als nächstes müssen wir uns diesen Schlüssel holen von da drüben. Den kleinen Briefkastenschlüssel. Der war hier drüben. Die Kolibri-Einheit ist weg. Warum ist die Kolibri-Einheit weg? Das ist sehr seltsam. Ich will nicht, dass die Einheiten auf einmal verschwinden.
Das heißt eigentlich, dass die irgendwo noch lebt. Und das ist nicht gut. Okay, das nächste, was wir jetzt tun könnten, wäre hier in dieses Loch springen bei der bei dem Storchschlafsaal. Ich weiß nicht, wo uns das hinführt. Es könnte tatsächlich auch ein Bosskampf sein. Und das will man eigentlich nicht. So, Flintenmunition. Hier hatten wir, glaube ich, alles genommen. Okay, dann springen wir mal runter. Warum geht unser Modul hier nicht? Wer ist sie? Operative Vorgänge, Kontrolle. Streng vertraulich, nur für Kommandanten. Eon-Richtlinie 176 zur Bearbeitung operativer Vorgänge. Operative Psychologie. Der zuverlässige Schutz der Sicherheit unserer Nation erfordert von Eon die Entwicklung und Bearbeitung von Vorgängen und Technologien, um die vollständige Kontrolle über alle Replikas im Dienste der Nation zu gewährleisten. Genau wie bei Gestalten sind Vorgänge der operativen Psychologie höchst effektiv zur Verhaltenskontrolle von Replikas. Wir haben ja festgestellt, dass es notwendig ist, weil jede von denen eine Schwäche hat. Hauptvorteil von Replikas im Gegensatz zu Gestalten ist ihre Berechenbarkeit. Alle frisch dislozierten Replikas eines Modells sind physisch und psychologisch identisch. Da sie alle dieselben Erinnerungen teilen, wird eine neu ausgelieferte Eulen-Einheit in derselben Situation praktisch immer auf dieselbe Art reagieren. Sobald eine Einheit jedoch neuen Situationen ausgesetzt wird, beginnt sie vom ursprünglichen Muster abzuweichen. In manchen Fällen kann dies dazu führen, dass die Einheit weniger effizient ihren vorgesehenen Zweck erfüllt. Dies nennt man Personazerfall oder Personazerfall. Das ist wahrscheinlich bei denen allen passiert. Die haben alle zu einer ähnlichen Zeit wahrscheinlich irgendwas erlebt, was dazu geführt hat, dass sie alle durchgedreht sind. Mithilfe einer Vielzahl von privaten Informationen über das Leben der Gestalt, auf der das neurale Muster basiert, können wir die optimale uniforme Entwicklung jeder Einheit nach der Auslieferung gewährleisten. In einfachen Worten, unsere Hauptaufgabe ist die gezielte Manipulation des Individuums, um sicherzustellen, dass es so ähnlich wie möglich zum Ursprungsmuster bleibt und damit so lang wie möglich produktiv, loyal und gefügig. Dies nennt man Personastabilisierung. Stabilisierung kann verschiedenste Formen annehmen, üblicherweise regelmäßige Handlungen oder Fetischobjekte, welche die Replika ablenken und beruhigen. Ja, die haben wir auch alle gelesen. Bis zur Entwicklung von Bioresonanztechnologien, die weiträumige direkte Verhaltenskontrolle erlauben, verbleiben Methoden der operativen Psychologie weiterhin die zuverlässigste Art, sowohl Replikas wie Gestalten im Interesse der nationalen Sicherheit zu kontrollieren. Naja, mit Kolibri hatten sie ja fast, sag ich mal, eine Möglichkeit, wie man das anders machen konnte. Oder wie es hätte funktionieren können. Bist du Kolibri? Ara. Oh, du bist es. Was machst du denn hier? Stimmt, wir haben gelesen, dass die ihre Tunnel bauen und so. Solltest du nicht in der Mine sein? Deine Taschenlampe? Zeig mal her. Versuch's jetzt mal. Das sind auch Pflanzen, das passt ja. Unfassbar, nicht wahr? All diese Akten. Die denken, sie wüssten alles über uns. Okay. Warum war ich denn jetzt aber hier drin? So viel Gelaber über Persona und Stabilisierung. Dabei wollen sie nur, dass wir die Klappe halten und arbeiten, bis sie tot sind. Wie ein schlechter Witz. Was soll das heißen, du erinnerst dich nicht an mich? Bist du auf den Kopf gefallen? Ich weiß es selbst nicht so genau. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich hier war. Schutzhelme liegen zwischen Stapeln vertraulicher Akten. Ich bleib hier. Nie im Leben gehe ich wieder zur Arbeit. Ah, das denken sich so viele Deutsche. Okay. Na gut, was wir jetzt hier rausgefunden haben, ist halt, dass sie uns manipulieren. Ich habe leider keinen Platz mehr für dieses Reparaturspray. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist halt so. Vielleicht können wir das später noch holen. Vorsicht. Keine Kartendaten, okay. Naja, wo geht es denn jetzt konkret weiter? Also wir haben immer noch
Bücherei. Wo wir irgendwie nicht hin können. Minenzugang. Wir haben hier eine Shrinebox. Ich weiß aber nicht, ob wir den Schlüssel dafür benötigen, den wir gerade gefunden haben, oder ob der für was anderes ist. Wall Safe ganz oben. Haben wir den nicht geöffnet? Elevator Control. Da ist auch noch eine Tür, wo wir nicht waren. Ach, das war der Elevator, glaube ich, ne? Surgery. Da sind wir auch nicht reingekommen, ne? Ah, doch, da waren wir. Und da war Adler. Gar nicht wahr, wir sind aufgewacht ganz woanders. Und hier haben wir gegen Mina gekämpft. Shooting Range, da waren wir überall. Hier waren wir auch überall. Wir sollten vielleicht nochmal zur Star Map runter. Heimatsitz der Regierung. Ich weiß nicht, was man hier macht. Was man hier machen muss. Ehrlich gesagt. Öffnet Postkasten. Ah, wartet mal. Wir hatten doch hier irgendwo Schließfächer. Waren die ein weiter oben? Waren die zwei weiter oben? Noch ein weiter oben? Hä? Hä? Ah nee, die waren hier. Irgendwo waren Postkasten. Muss mal eben gucken, ob das hier war. Yep. Da. Gut. Büchereischlüssel. Wie gut, dass ich mich da gerade dran erinnert habe, dass hier so ein Postding war. In dem Personalbereich. So, wo war denn jetzt aber noch ein weiter runter? Bücherei müsste hier sein, genau. Da ist auch noch eine Einheit. Wer bist du? Bekannte Replikaprobleme Kolibri. Große Aufmerksamkeit sollte den Kolibris geschenkt werden. Ihr neurales Muster ist sehr instabil und ihr Bioresonanzmodul macht sie sehr anfällig für äußere Einflüsse. Wie die meisten bioresonanten Individuen erzeugen Kolibris oft unterbewusst emotionale Rückkopplungsschleifen, indem sie die Gefühle um sie herum imitieren und wieder ausstrahlen. Dies macht sie zu einer Art Verstärker für Emotionen. Das haben wir auch gemerkt. Die haben uns die ganze Zeit stirb auf dem Bildschirm gebatzt. Obwohl sie dazu ausgebildet sind, dieses Verhalten zu erkennen und zu unterlassen, können sich bereits instabile Einheiten gelegentlich im Persona-Zerfall verfangen. Durch ihre bioresonante Verbindung variiert die Entwicklung des neuralen Musters in Kolibris weniger als in anderen Modellen. Der konstante Austausch von Erinnerungen und Emotionen zwischen Einheiten eines Kaders fungiert als Sicherheitsnetz, das extreme Veränderungen puffert. Na, hier hat es nicht funktioniert. Wenn aber der Großteil eines Kaders von Persona-Zerfall betroffen ist, werden die restlichen Einheiten mitgerissen. Ah. Deshalb ist es besonders wichtig, Kolibri-Einheiten sofort auszumustern, wenn sie beginnen, Anzeichen von Persona-Zerfall zu zeigen.
Zur Personastabilisierung sollten Kolibris Zugang zu einer gut ausgestatteten Bücherei haben. Wir hatten auf mehreren Ebenen Büchereien. Das erklärt jetzt aber warum. Das heißt, die Kolibris könnten das weitergegeben haben, was dazu geführt hat, dass alle Einheiten durchgedreht sind. Replikaprobleme Mina und Adler. Mina. Dieses neurale Muster ist extrem stabil. Wenig muss getan werden, damit Minas glücklich bleiben. Sie vertragen sich dank ihrer manchmal unterwürfigen, manchmal mütterlichen Persönlichkeit gut mit den meisten anderen Modellen. Anders als bei den anderen Modellen ist Tagebuchführung zur Personastabilisierung kein Muss. Kleine Stofftiere können als Fetischobjekte gegeben werden, aber welche, die wie Katzen aussehen, sollten vermieden werden, da sie Gestalterinnerungen heraufbeschwören könnten. Adlereinheiten arbeiten am besten, wenn man sie allein lässt. Sie kommen nicht gut mit ihrer eigenen Sorte aus. Üblicherweise werden sie emotional sehr abhängig von ihrer Kommandantin. Das haben wir gemerkt. Adler sind sehr anfällig für bioresonante Suggestion, wodurch sie recht leicht zu kontrollieren sind. Allerdings langweilen sie sich schnell und brauchen regelmäßig neue Fetischobjekte zur Stabilisierung. Kolibri. Wer bist du denn? Du gehörst nicht zu unserem Personal. Die anderen, sie haben sich verändert. Wir singen nicht mehr im Einklang. Früher konnte ich in ihre Köpfe sehen. Wir waren eins. Zusammen haben wir sie alle gelenkt. Aber jetzt kann ich ihre Gedanken nicht mehr verstehen. Ich war noch nie so allein. Die anderen sind noch zusammen, aber ich bin hier draußen und sie lassen mich nicht rein. Ich kann ihr Lied nicht mehr ertragen. Das hier ist der einzige Ort, wo ich sie nicht hören muss. Der einzige Ort, wo ich sicher bin. Ich kann nicht mehr. Ich wünschte, ich wäre auch wie die anderen geworden. Dann wäre ich zumindest nicht allein. Och Mensch. Ich hasse das alles. Oh nein. Die tut mir leid. Die tut mir sehr leid. Kalibrierungsfehler, manuelle Steuerung benutzen. Was ist denn das? Die Frage ist, was wollen wir denn? Hindernis entdeckt. Ah, okay. Ich muss also da enden wahrscheinlich, ne? Oder da. Wo muss ich denn hin, frage ich mich gerade. Okay, wir wollen hier irgendwas reinmachen. Ich weiß halt noch nicht was. Wahrscheinlich das hier, ne? Uiuiui. Astrolabium. Wir haben leider keinen Platz dafür. Es muss also irgendwas raus. Irgendwas muss raus. Haben wir einen Speicherpunkt. Where is this Speicherpunkt? Im Stockwerk über uns. Okay, dann gehen wir da jetzt mal erstmal hin. Wir beenden die Aufnahme mal. Und mit dem Astrolabium sollten wir jetzt auch theoretisch in der Lage sein, das Astro-Rätsel zu lösen. Hoffe ich zumindest. Nope. Kannst du vergessen. So, wir legen jetzt erstmal was hier rein. Die Frage, ob wir wirklich die ganze Munition hier brauchen. Ich glaube, ich packe erstmal die Revolver-Munition weg. Den Stun-Pod packe ich auch mal weg. Und dann speichern wir. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns dann um das Astrolabium und mal sehen, was hier noch so passiert bei Signalis. Es wird auf jeden Fall immer interessanter und langsam bekommen wir schon so Einblicke darin, was hier passiert sein könnte. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.